herzlich willkommen, heute aus Berlin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem, wie ich finde, ziemlich spannenden Thema, nämlich künstliche Intelligenz, kurz KI. Ja, den Begriff habt ihr bestimmt schon oft gehört, aber wisst ihr eigentlich, was dahinter steckt? Das verraten wir euch nämlich heute. Ich würde mich als bequemen Menschen bezeichnen. Aber was ist eigentlich bequem? Also wenn ich jetzt im Auto sitze und automatisch eine Benachrichtigung bekomme, dass auf der Strecke, auf der ich gerade fahre, sich ein Stau gebildet hat, oder dass ich mir auf meinem smarten Lautsprecher einfach einen Song wünschen kann, oder dass ich einfach in meiner Foto-App nach dem Wort Hund suchen kann und dann nur Hundebilder angezeigt bekommen kann, ja, das finde ich schon ziemlich bequem. Dass das Ganze funktioniert, das geht nur dank künstlicher Intelligenz und deswegen habe ich meinen Kollegen Jens bei mir, denn Jens leitet bei uns nicht nur das Product Policy Team, sondern er ist auch echter Experte, wenn es ums Thema künstliche Intelligenz geht. Und deswegen frage ich dich jetzt direkt mal, was ist denn überhaupt künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz ist eine Teildisziplin der Informatik, die versucht, Dinge smarter zu machen, versucht, einige der Teilaspekte der menschlichen Intelligenz, das ist noch lange nicht alles ausdefiniert, einige Teilaspekte zu imitieren, indem bestimmte Dinge, die der Mensch kann, durch maschinelle Algorithmen versucht werden zu imitieren oder sogar zu verbessern. Und wie funktioniert das Ganze? Ich meine, du hast hier anscheinend ja schon mal ein bisschen was mitgebracht. Eine Schuhküche, genau. Ja. Also eine der wichtigsten Technologien innerhalb der künstlichen Intelligenz ist das maschinelle Lernen. Und das funktioniert in der Regel so, dass dem Algorithmus eine Reihe von Beispielen gezeigt werden, die der Algorithmus lernen kann und die er dann für sich verarbeitet, um dann Beispiele zu sehen, die er noch nicht gesehen hat, um dann die Wahrscheinlichkeit anzugeben, welche dir bei dieser Beispiele am nächsten kommen. Wenn ich dir sage, das ist ein Beispiel für einen Hund, kannst du dir merken. Mhm. Das ist ein Beispiel für eine Katze und so weiter. Das ist noch ein Hund und hier haben wir noch zwei Katzen. Hast du dir jetzt gemerkt? Du bist jetzt ein trainierter Algorithmus. Das nennt sich Supervised Learning, weil ich dir gezeigt habe, wie die Dinge heißen. Kann ich dir ein Beispiel zeigen, das du noch nicht gesehen hast? Und du musst mir sagen, was du siehst. Na, ist ein Hund, oder? Ein Hund, ja. Hast du gut gemacht. Gut gemacht. Sehr gut. Denn ich könnte ja zum Beispiel dir auch das zeigen. Ein Beispiel, was mit denen nicht so viel zu tun hat. Das ist ein Dodo, oder? Ein Dodo, ja. Das weißt du als Mensch. Der Algorithmus würde sagen, naja, kann ich das irgendwie in Übereinstimmung bringen mit den Beispielen, die ich schon gesehen habe? Kann er nicht, ist ja ausgestorben, ne? Kann er nicht, ist ausgestorben, ganz genau. Der Algorithmus würde sagen, naja, so von der Größe passt das zu 10% zu dem Hund. Vielleicht hat er auch so ein bisschen eine offene und ausgefaserte Struktur, so ein bisschen was. 5% ist, sehe ich auch Katze, der wäre sich aber wahrscheinlich nicht sicher. Das Interessante bei diesem Beispiel ist, wenn ich dich frage, als Mensch, wie hat denn dein Gehirn das gemacht, diese Zuordnung? Also, wie hast du dir gemerkt, woran hast du dir gemerkt, ob eine Pflanze ist? Der Algorithmus versucht das selber zu erarbeiten und dafür werden alle denkbaren Kombinationen, wenn ich jetzt Bilder aufnehmen würde, werden für jedes einzelne Pixel verglichen mit jedem anderen Pixel. Und der Algorithmus versucht, alle möglichen Kombinationen durchzurechnen, um dann in der Lage sein zu können, ein Beispiel, was ich danach zeige, zu klassifizieren. Wo wird es deiner Meinung nach noch mit dem Thema hingehen? Wir bieten ja den Google Assistant an, eine erste Version eines digitalen Assistenten. Und wir hoffen, dass der Assistent in der Zukunft noch mehr Aufgaben erledigen kann. Also zum Beispiel, dass du irgendwann in der Lage bist, zu sagen, check mich für meinen Flug ein. Oder ich brauche noch ein Zugticket von A nach B, weil ich morgen nach Hamburg fahre. Solche einfachen Aufgaben können heute noch nicht erledigt werden, aber da sind wir gar nicht so furchtbar weit weg. Und wir hoffen, dass wir in dem Bereich noch deutlich mehr mit vielen Partnern erledigen können, sodass das Leben ein bisschen einfacher wird. Mit immer mehr künstlicher Intelligenz kommt auch immer mehr Verantwortung. Und gerade weil Google in diesem Bereich sehr viel forscht, entwickelt und auch auf den Markt bringt, steigt diese damit. Deswegen sprechen wir jetzt mit meiner Kollegin Jen, denn sie leitet von Kalifornien aus unser Responsible Innovations Team. So hi Jen, first things first, why does nobody has to be afraid of AI? Well, it's important to recognize that people are afraid and we need to understand why. There's a lot of dystopian futures out there in the media, but we think that AI can be generally beneficial. So we already use and Google AI in anything from our search results to translate, so bringing people together across regions, but also protection. We use it in our Gmail spam protection. So we really believe in the socially beneficial and we also see that other people are using it for these types of purposes too. You're head of responsible innovations at Google. What responsibilities does Google take when it comes to AI? So we think about responsibility as
starting at the design phase. So designing, deploying, developing, and then maintaining AI, all of that we want to do so responsibly, ethically, and fairly. And how we think about it, responsible innovation, is we operationalize Google's AI principles. So these cover the aspirational things we want our technology to do. So in 7 areas, like privacy, we want to ensure we're upholding privacy principles. We want to make sure that we're developing fair and ethical AI. But at the same time as launching those external and aspirational AI principles, we also had areas that we will not do. So these are areas that we've decided that we do not think it is ethical for us to develop technology in those areas. So we have 4 areas, from not causing overall harm to not violating human rights, not providing technology that can be used for weapons development or deployment, and the last one is about not providing surveillance that can violate international norms. And how can ethical standards be maintained? First one is accountability. You have to make sure that you have senior exec buy-in to make sure that people either see that things are being led by example, but also that there's accountability, that the right decisions are made, even if those decisions can be very hard. The second one is about culture and education. Are we building a culture to make sure people know what the ethical principles and standards are, but also we're providing the tools and equipping people with the knowledge in order to make more ethical decisions. And then the third thing to keep in mind is ensuring that there's constant vigilance. How do you ensure that you're checking for potential ethical issues, that you're testing to ensure you're meeting your values and the responsibilities that you've set for yourself? So constant vigilance, monitoring, testing, as well as engaging and listening to external people to hear if they think we're meeting our ethical principles. And anyone can do that. It's just checking with your users, checking with your partners. Künstliche Intelligenz ist in vielen Bereichen unseres Alltags schon ein hilfreicher Begleiter und das meistens im Hintergrund. Doch wie beeinflusst sie eigentlich unser Leben? Das erklärt uns jetzt mein Kollege Jakob, der an vielen KI-Anwendungen arbeitet. Jakob, jetzt erstmal ganz grundsätzlich. Im Zusammenhang mit dem Thema KI hört man auch immer wieder die Begriffe Machine Learning und Deep Learning. Was sind denn da die Unterschiede und was sind die Gemeinsamkeiten? Also künstliche Intelligenz selbst ist ja eigentlich gar kein klar definierter Begriff. Und was wir darunter genau verstehen, ändert sich über die Zeit hinweg. Schlussendlich meinen wir damit, glaube ich, hauptsächlich die Automatisierung von Prozessen, für die wir bisher eigentlich zwingend Menschen brauchten. Machine Learning ist eine Sammlung von Methoden, von Verfahren, indem man ihnen Beispiele zeigt, aus denen sie dann lernen, wie sie sich in zuvor unbekannten oder bis dahin unbekannten Situationen verhalten sollen. Deep Learning wiederum ist eine spezielle Unterkategorie von maschinellen Lernverfahren, von Machine Learning Methoden, die es eigentlich schon seit ein paar Jahrzehnten gibt, die allerdings erst in den letzten 10 Jahren durch rasant steigende Verfügbarkeit von Rechenkraft und immer größer werdende Datenmengen quasi wirklich zu einer Revolution geschafft hat oder gebracht hat. Was denkst du, wie wird KI unseren Alltag eigentlich verändern? 2 Richtungen stechen meiner Meinung nach im Speziellen raus. Das eine ist die zunehmende Reibungslosigkeit, mit der sich Maschinen in unserem Alltag und auch in unserer räumlichen Umgebung bewegen können werden. Als ein Beispiel dort wäre vielleicht das autonome Fahren zu nennen. Die andere Richtung betrifft Gebiete wie zum Beispiel die Medizin, Radiologie oder Dermatologie zum Beispiel, in denen auch heute schon Maschinen bestimmte Arten von Hautkrebs zuverlässiger erkennen können, mit einer Genauigkeit, die höher ist als die der besten menschlichen Experten. Was sind denn die größten Mythen rund um das Thema KI, mit denen du gerne mal aufräumen würdest? Einer auf jeden Fall. Und das ist, dass aller Wahrscheinlichkeit nach Maschinen, deren Intelligenz in ihrer Breite sich mit unserer messen kann, noch für geraume Zeit Zukunftsmusik bleiben werden. Künstliche Intelligenz hat unseren Alltag verändert. Sie hat ihn vereinfacht, sie hat ihn verbessert und wird auch beides weiter in Zukunft tun. Ich hoffe, ihr konntet jetzt sehr viel mitnehmen aus dieser Folge Frag doch Google und auch verstehen, wie sich Google dem Thema annimmt, denn Verantwortung spielt hier natürlich eine große Rolle. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer neuen Folge. Checkt gerne auch unsere anderen Videos aus und bis dahin, ciao! First things first. First things first. See, that's so hard for German. Nee, nee, das geht schon. You can't change the words to just be firstly. First things first. First things. Ah, it's.